Ja, heute muss ich mich erstmal bei dir entschuldigen. Sorry. Aber ich habe heute einen Titel genommen, der so ein bisschen nach Clickbait klingt. Das bedeutet ganz einfach, das wird so ähnlich heißen, die Wahrheit über Scams oder so ähnlich. Aber das mache ich jetzt nicht, um jetzt irgendwie unten ein Produkt zu verkaufen. Das mache ich einfach, dass viele Leute sich reinklicken, um sich mal mit dem Thema zu beschäftigen. Weil das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Weil alle wollen finanziell frei werden, alle wollen investieren. Aber so richtig so über Risikomanagement oder wo fängt das Legale an und wo hört das Illegale auf, darüber macht sich keiner so richtig Gedanken. Und ich bringe dir heute mal ein paar Beispiele mit. Also ich habe dir aus den diversen Bereichen, aus dem Aktienbereich, aus dem P2P-Bereich, aus dem Krypto-Bereich, aus dem Startup-Bereich, aus dem Ticketing-Leben, einfach mal ein paar Beispiele mitgebracht, welche Scams in der Vergangenheit schon passiert sind, aus denen wir dann so lernen können. Gleichzeitig habe ich eine Checkliste vorbereitet mit 13 Punkten, wo du prüfen kannst, ob es sich um ein Scam handelt oder nicht. Das ist sehr interessant, bevor du irgendwo dein Geld investierst. Und zum Schluss gehen wir mal in das Thema rein. Wie verhalte ich mich, wenn ich denke, ich habe irgendwo mein Geld investiert, was vielleicht doch ein bisschen shady sein kann, was vielleicht auch ein Scam sein kann? Wie komme ich da, ich sag mal, mit einem blauen Auge oder mit einem goldenen Finger davon? Und ja, ich denke mal, das wird ein sehr komplexes Video zum Thema Scam, aber danach sind wir alle ein bisschen klüger. Also, wir sehen uns nach dem Intro. Ja, willkommen zurück. Und wenn dich so Themen interessieren wie Geld sparen, Geld investieren, reich werden oder sich vor Abzockereien zu schützen, dann bist du hier richtig. Ich sag mal so schön, Themen, die dir ein bisschen mehr Cash in die Tasche bringen. Und falls nicht schon geschehen, dann lass ein Abo da. Und ich würde sagen, nachdem du das Abo dagelassen hast, gehen wir direkt an meinen Bildschirm. Und zwar, das Thema ist heute Scams. Und ich habe mal was ganz Verrücktes gemacht. Ich habe einfach mal versucht rauszukriegen, was ist ein Scam. Und das ist absolut kompliziert. Ich habe es einfach mal bei DeepL eingegeben und mir übersetzen lassen. Und es wird übersetzt mit Betrug, Masche, Schwindel oder Gaunerei. Also im Grunde genommen, immer wenn du hinters Licht geführt wirst oder wenn dir Geld oder Zeit oder Ressourcen abgezockt werden sollen, dann läuft das schon unter Scam. Also wenn jemand eine böse Absicht hat dir gegenüber, ist das ein Scam. Und das Ungemütliche an Scams ist, die sind nicht so wirklich, ja, ich nenne es jetzt mal schwarz oder weiß, weil ein Scam merkst du eigentlich nur, wenn er dann passiert ist und wenn du reingefallen bist. Aber es gibt auch so viele Möglichkeiten, wo du sagst, ist es ein Scam oder nicht? Weil du kennst mich ja aus den verschiedenen Videos, was ich schon alles so erklärt habe. Ich bin bei Aktien investiert, bei Immobilien, bei P2P-Krediten, in Kryptos. Und es gibt trotzdem ein, zwei Investitionsformen, ich verlinke dir mal beide hier oben, hintereinander weg, wo ich denke, das könnte auch ein Scam sein. Und es ist manchmal gar nicht so einfach rauszukriegen, ob es ein Scam ist oder nicht. Ich sage mal, klar, wenn dich von Microsoft jemand anruft und sagt, hier, ich bin von Microsoft und spricht kein richtiges Deutsch und möchte von dir deine Passwörter haben, um deinen Computer sicher zu machen, dann wirst du schon sagen, da stimmt was nicht. Also da ist die Chance schon extrem hoch, dass es ein Scam ist. Aber im Großen und Ganzen ist es manchmal gar nicht so schwer oder gar nicht so leicht, hinter diese Kulisse zu blicken. Und du wirst nicht glauben, tausende Menschen wurden in der Vergangenheit und werden auch in Zukunft noch auf solche Scams reinfallen. Und eine Sache ist immer ähnlich, es wird dir irgendwas versprochen, was so richtig dich triggert. Also wenn ich dir sage, du kannst deine Investitionen verdoppeln innerhalb eines Jahres, da pumpt dein finanzielles Herz und du möchtest am besten gerne mitmachen. Und ja, egal ob es mit Geld oder manchmal wird auch Liebe versprochen oder manchmal Status, dahinter kann sich oft ein Scam verstecken. Und besonders schlimm ist es dann, oder was ist schlimm, besonders tricky sind diese Systeme, ich nenne sie mal Pyramidensysteme oder Ponzi-Systeme. Das heißt ganz einfach, deine Rendite, die dir versprochen werden, die kommen aus den Kunden, die nach dir, ich sag mal, sich bei der Plattform anmelden. Also, um das mal einfach auszudrücken, ich sage zu dir, Mensch, du kriegst von mir 30% Rendite. Wenn du meinetwegen 1000 Euro investierst, kriegst du Ende des Jahres 1300 Euro. Und in der Zeit suche ich aber nach neuen, ich sag mal, Anleger oder Anlegerinnen. Und das Geld, was die anlegen, nehme ich für deine Rendite. Und die Rendite für die neuen Anleger brauche ich wieder von wieder neue Anlegerin. Und das ist natürlich eine krasse Kiste, weil ich sag mal so, die ersten Anleger werden ihre Rendite kriegen und ich werde natürlich auch meinen Profit da abschöpfen. Aber irgendwann wird die Pyramide zu groß und bricht zusammen. Und das ist natürlich etwas, was ja nicht so passieren darf. Und so gibt es eine ganze Menge, ja, Möglichkeiten oder Bereiche, wo du heutzutage abgezockt wirst. Und ich möchte dir jetzt einfach mal zeigen, wo das Ganze passieren kann, um das mal so auszudrücken. Und da habe ich dir mal ein paar konkrete Beispiele mitgebracht, wo es schon passiert ist. Weil am besten lernt man ja aus den Dingen, die schon passiert sind. Und dann würde ich mal sagen, schauen wir uns mal die Beispiele an. Ja, und fangen wir beim ersten Scam an, und zwar bei den Aktien. Ja, es gibt
die Möglichkeit, bei Aktien betrogen zu werden. Und jemand, der uns das sehr gut gezeigt hat, oder ein Unternehmer, der uns das super gezeigt hat, war Wirecard. Ich denke, viele kennen den Namen, viele wissen die Story, was da passiert ist. Also es war ist ein börsennotierter deutscher Zahlungsabwickler, und der hatte echt die Chance, im Schatten von PayPal und Co. mitzuschwingen auf der finanziellen Erfolgswelle. Aber dadurch, dass, ich sag mal, Gelder bilanziert wurden, die nicht vorhanden waren, also 1,9 Milliarden Euro waren irgendwo puff verschwunden, war es so ein bisschen ein Scam. Da wurden die Anleger und Investoren betrogen, um das mal so auszudrücken. Und du siehst es hier auch an dem Kurs, und zwar glanzvolle Karriere. Der Kurs ging fast hoch bis 200 Euro. Der Wert wurde vom MDAX in den DAX aufgenommen. Und alles schien perfekt, doch irgendwann, nachdem schon nach unten ging und Wall Street Online schon gesagt hat, da stimmt was nicht, irgendwann kam raus, Leute, da passt was nicht, und das hier ist kein Anzeigefehler, das ist ein Kursverlust. Und schau dir mal das Ganze an. Und viele, viele Investoren haben viel Geld verloren. Also ich war mit dabei mit ungefähr 2.000. Ich weiß, ein guter Kumpel, der Ingo von Mission Cashflow, war dabei. Selbst auf einer Jugendweihe, wo ich letztes Jahr war, mit jemandem, den ich vorher nicht kannte, hat mir erzählt, dass er einen fünfstelligen Wert in Euro an Wirecard verloren hat. Und das ist natürlich krass. Und das gilt für mich schon als Scam. Da wurden wir quasi betrogen. Und das Schlimme an der Sache ist, und da bin ich ganz ehrlich zu dir, es gibt viele Leute, die haben sogar mehr als den Einsatz verloren, weil wenn du mit Hebeln handelst bei Aktien, also mit einem Vielfachen des Einsatzes, dann wird natürlich auch dein Verlust multipliziert, und irgendwann kommt die sogenannte heißgeliebte Nachschusspflicht. Und wenn da jemand 10.000 Euro investiert hat in Wirecard, kann es durchaus sein, dass er 20.000 oder 30.000 Euro verloren hat. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und das zeigt uns, dass ja selbst im Aktienbereich ein Scam möglich ist. So, gehen wir mal weiter in den P2P-Bereich. Und zwar, da gibt es auch ein sehr gutes Beispiel, und zwar Groupier. Und hier handelt es sich auch um einen Scam. Und was war passiert? Oder ich habe so als Beispiel hier aufgeschrieben, der Hobbyinvestor war sogar da vor Ort und berichtete, ich sag mal, dass er, es war eine der wenigen P2P-Plattformen, die er persönlich besucht hat, und er hat mit den, ich sag mal, Geschäftsführern und Verantwortlichen sich unterhalten. Alles macht einen positiven Eindruck, und auch die Historie, ich sag mal, der verantwortlichen Personen, die haben vorher bei PayPal und Mastercard gearbeitet, alles klang richtig positiv. Also so ein P2P-Investment, was auf soliden Beinen steht. Und was ist dann passiert? Es stellte sich dann fest, oder es kam dann heraus, dass Auszahlungen nicht geleistet wurden, Kreditgeber waren erfunden, und die Mitbegründer waren irgendwann auf der Flucht und weg waren sie. Ja, und somit haben wir, ich sag mal, auch ein gutes Beispiel im Bereich des P2P-Investments, dass da auch ein Scam passieren kann, schneller als man das will. Ja, und weiter geht es dann noch in den Kryptobereich. Und ich sag mal, Kryptobereich ist für mich schon lange Zeit so ein bisschen shady gewesen. Klar, es gibt super viele Projekte oder Coins oder was auch immer, was top läuft, aber es gibt auch unwahrscheinlich viele Möglichkeiten, da zu scammen. Und ein Beispiel ist die Kryptogeschichte von OneCoin. In einem weltweit vermarkteten ICO konnten die Vertriebler 4 Milliarden Dollar einspielen. 4 Milliarden Dollar, überleg dir das mal. Und dann stellte sich heraus, dass da überhaupt kein Token geschaffen wurde und das Projekt gar nicht existiert. Also die Anleger waren ja dermaßen von betrogen. Und ja, warum? Weil die Gier nach schnellen Gewinnen war wieder sehr, sehr, sehr hoch. Ja, und besonders im Kryptobereich kannst du dir so ein bisschen merken, Halbwissen mit Gier vernichtet Geld, um das mal so auszudrücken. Und eine Sache, die ich vielleicht noch anmerken möchte für den Kryptobereich, ist die, es kommen sehr, sehr viele Altcoins auf den Markt. Altcoins heißt nicht die alten Coins von früher, sondern alternative Coins. Also sozusagen, ich sag mal, einfach ausgedrückt, Trittbrettfahrer von Bitcoin, Ethereum und Co., also neue Varianten. Und da ist es so, so ein Coin kommt auf den Markt, da er frisch ist, gibt es eine gewisse Nachfrage, je nachdem wie das Marketing ist, werden da auch, entsteht dadurch die Nachfrage auch ein höherer Kurs, aber irgendwann ebbt das Ganze ab und du verlierst Geld. Und ähnlich wie bei Wirecard, hier haben wir es ja oben gesehen, es geht nach oben, Geld geht verloren. Oder es geht nach oben, Geld geht verloren. Und das ist das Verrückte. In jedem Scam gibt es Gewinner und Verlierer. Und solange wie du bei dem Geld gehen nach oben dabei bist, ist alles gut. Aber wenn es dann verloren geht, dann bist du, wie der Name schon sagt, ein Verlierer. Ja, und dann habe ich mal noch ein Statement gefunden. Und das möchte ich dir mal vorlesen, was mich natürlich auch zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar, selbst zu Bitcoin und Co. sagt man, dass sie nichts weiter als ein Schneeball- oder Pyramidensystem sind. Denn am Ende warten Investoren auf Neuinvestoren, die ihnen die digitale Währung wieder zu einem höheren Preis abkaufen. Der Wert des Bitcoins erhöht sich nur aufgrund der Nachfrage. Gibt es keine Nachfrage mehr, ist der Bitcoin auch nichts mehr wert. Und das ist natürlich auch ein Statement. Das lasse ich einfach mal so stehen, weil ich das nicht hundertprozentig teile. Aber das zeigt dir,
Wie schmal der Grat zwischen Scam, Betrug und Reichtum ist. Und dass man da immer vorsichtig und diversifiziert sein sollte. Und jetzt kommen wir mal zu Scams im täglichen Leben. Und zwar, ich habe einfach mal eingegeben, Betrug bei Google News oder wie auch immer. Und da habe ich dann wirklich gefunden, dass zum Beispiel beim Wohnungskauf, wenn eine Wohnung gekauft wird, soll man Kaution hinterlegen, überweisen nach Spanien, damit man die Wohnung bekommt. Und ja, war dann aber ein Fake. Und auch Polizisten. Hier steht immer wieder, werden Fälle bekannt, in denen sich Betrüger als falsche Polizisten ausgeben und auf diese Weise Geld, Schmuck und Gold erbeuten. Ist ein mächtiger Scam, ist eigentlich schon Diebstahl. Und was auch ein typisches Beispiel aus dem täglichen Leben ist, dass, ich sag mal, gefälschte Schreiben, Corona-Schreiben, stell dir vor, du warst in Quarantäne und kriegst ein Schreiben, dass du dich nicht an die Quarantänevorschriften gehalten hast und musst 5.000 Euro Strafe zahlen. Das kannst du ja jetzt an alle Deutschen schicken, die Hälfte war ja in Quarantäne und ein gewisser Teil wird darauf sich ja ertappt fühlen und sich wahrscheinlich den Betrag überweisen, was natürlich falsch ist. Und das sind natürlich Betrugsmaschen und die zeigen dir auch, dass nicht nur im Kryptobereich oder im Aktienbereich oder im P2P-Bereich, sondern auch im täglichen Leben gibt es Scams. Man verbindet es nicht mit Scams, deine Tageszeitung schreibt nicht, jemand wurde von der Polizei gescammt, aber in Wirklichkeit ist es auch ein Betrug. Und ein Beispiel möchte ich dir mal noch anfügen und zwar, das ist ein Beispiel, wo meine persönliche Scam-Nadel immer weiter in den roten Bereich schlägt und zwar, ich weiß nicht, ob dir die Sono Motors GmbH etwas sagt. Eigentlich ein Top-Unternehmen, so ein, ich sag mal, modernes Startup, ich glaube sogar aus Deutschland, ich bin mir nicht ganz sicher, was ein Elektroauto entwickelt, was in den, ich sag mal, in der Karosserie, in den Türen und überall schon Solarzellen eingebaut hat, was sich quasi selber lädt, wenn es steht. Geile Idee. Aber bis jetzt ist nur Folgendes passiert: Es gab Studien, es gab ein, zwei Testautos, die mal gezeigt wurden, und es wurde massig Geld eingesammelt. Also du kannst das Auto schon bestellen mit einer Anzahlung. Dann wurde, glaube 50 Millionen Euro wurden eingesammelt, damit der Geschäftsbetrieb und die Produktion überhaupt aufgenommen werden kann. Dann ging das Unternehmen an die Börse und hat auch viel Geld eingesammelt. Aber außer dass viele Geld einsammeln, ist da noch nicht so viel passiert. Und ein Problem passiert dann automatisch mit fortschreitender Zeit, weil das Ganze geht schon über mehrere Jahre, wird die Technik, die sie damals vorgestellt haben, auch von anderen Unternehmen überholt. Also im Grunde genommen kann es durchaus sein, dass Sono Motors mit einer guten Absicht gestartet war, aber jetzt so viel Geld einsammelt und es kommt nichts zustande, dass das am Ende auch für die Anleger oder Investoren ein Scam ist, weil das Geld wird investiert und ich weiß gar nicht, ich kann jetzt mal wirklich mal schauen. So eine Motoraktie. Ich bin mal gespannt. Das ist jetzt mal live, das ist mir gerade so eingefallen. Und ja, wie du siehst, die Aktie, der IPO war vor noch nicht allzu langer Zeit, also letztes Jahr, Ende letzten Jahres. Und es hat sich der Kurs doch schon ganz schön nach unten gepresst. Und ja, im Endeffekt kann es doch sein, dass dann diejenigen, die das Auto entwickeln, richtig viel Kohle gescheffelt haben. Aber die Investoren haben viel verloren. Und das kann natürlich auch ein Scam sein. Und das zeigt dir jetzt im Großen und Ganzen erstmal, dass überall Betrügereien warten oder ja verbogen sein können. Und jetzt ist die Frage, wie kannst du dich davor schützen, vor so einen Betrügereien? Und ich habe jetzt mal eine Checkliste mitgebracht, wo ich sage, 13 Punkte, wenn du die alle durchgehst und alle positiv abhakst, dann ist es sehr wahrscheinlich kein Scam. Und wenn du aber so ein paar Punkte sagen kannst, das trifft jetzt nicht so zu, dann kann es durchaus ein Scam sein. Und lass uns mal durch die 13 Punkte kurz durchgehen. Und zwar, woran erkennt man einen Scam? Oder woran kannst du einen Scam erkennen? Und zwar, Punkt Nummer 1 ist das gute Gefühl am Anfang. Das bedeutet ganz einfach, wenn du ein Angebot kriegst, dein Geld zu investieren oder irgendwas in diese Richtung und du sagst, wow, geil, das fetzt, ich will sofort investieren bei den Renditen. Also wenn du direkt überschwänglich bist und auf einmal merkst, dass du deutlich mehr Rendite kriegst als bei anderen allen Anlageformen, die du kennst, dann ist dieses gute Gefühl eigentlich ein schlechtes Zeichen, um das mal so auszudrücken. Und da solltest du auf jeden Fall vorsichtig sein. Genauso vorsichtig musst du sein beim zweiten Punkt, beim nächsten Punkt, wenn du daraus kein klares Geschäftsmodell erkennen kannst. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber im Grunde genommen ist es so, wenn du eine Plattform hast, wo du Geld investierst und dir werden Rendite versprochen und du weißt aber nicht, was die mit deinem Geld so richtig machen, dann ist es schon ein bisschen verrückt. Und ich muss auch ehrlich dazu sagen, es gibt auch Geschäftsmodelle, die dir vorgegaukelt werden, wo du dich im Sicheren fühlst, wo dann im Endeffekt auch ein Scam dahinter
sich verbirgt. Wenn du aber dein Geld irgendwo investierst und hast eine klare Aufschlüsselung, was passiert, was wird damit gemacht, wie werden die Rendite erwirtschaftet, dann ist es schon mal ein besseres Zeichen. Ein Zeichen, woran du Scams erkennst, und da muss ich immer wieder schmunzeln, ist, wenn die Webseiten schlecht oder falsch übersetzt sind. Also wenn du schon beim Lesen der Webseite, wenn es eine deutsche Webseite ist, siehst, da ist ein Rechtschreibfehler drin. Da sind englische Wörter in den deutschen Wörtern drin oder in den deutschen Sätzen und so weiter und so fort. Also wenn du schon irgendwo Geld investierst, und das könnte so ein grundlegendes Credo sein, an das du dich halten solltest, ist, wer dein Geld will, muss auch deine Sprache sprechen, um das mal so auszudrücken. Und wenn es eine internationale Plattform ist, das gibt es ja auch in vielen Fällen, sollte die auch den Tab oder die Möglichkeit haben, das Deutsch auszuwählen. Und wenn du wirklich das Ganze so hast, dass es irgendwie so klingt, als würdest du jetzt, ich sag mal, bei jemandem, der nicht so gut Deutsch kann, um die Ecke in einer dunklen Straße dein Geld abgeben, dann mach's auch nicht auf der digitalen Art und Weise, dann lass die Finger davon. Ja, ein Punkt, und das ist das, wo die Gier vieler Menschen angesprochen wird, und das ist so super, super krass, wenn ich das so ausdrücken darf, ist, wenn unrealistische Rendite versprochen werden. Also alles, was so, ich sag mal, 20, 30 oder mehr Prozent pro Jahr geht, ist schon relativ unrealistisch. Es gibt Möglichkeiten, heutzutage wirklich legal und scamfrei 100, 200 und mehr Prozent pro Jahr, ich sag mal, Rendite zu erwirtschaften. Aber im Allgemeinen ist alles, was über 30 Prozent ist, solltest du schon mal ein bisschen aufpassen, weil ich habe es dann so begründet, auch hier in dem Beitrag, selbst die besten Unternehmen auf dieser Welt haben eine Marge von 20, 30 oder 40 Prozent. Und wenn die besten Unternehmen auf dieser Welt so eine Marge haben, wie soll denn dein Geld arbeiten, dass es 50 oder 100 Prozent bekommt? Also alles, was hohe Rendite verspricht, vorsichtig sein. Ich sage dann immer wieder Rendite, Risiko. Wenn du irgendwas hast, was dir 100 Prozent Rendite verspricht, dann kannst du auch fast zu 100 Prozent sicher sein, dass da irgendwo ein Haken ist, und daran kannst du dich halten. Ein Punkt, den du auch überprüfen kannst, bevor du, ich sag mal, feststellst, ob es ein Scam ist oder nicht, ist, wie lange ist diese, ich sag mal, Investitionsform schon im Geschäft, wenn ich das so ausdrücken darf. Also ist es jetzt was ganz Neues, was noch keiner probiert hat, oder ist es schon etwas, wo du sagst oder wo man sieht, da ist schon, wer hat schon über viele Jahre, wird da schon investiert und die Anleger sind auch zufrieden und die Feedbacks sind auch okay. Also das kannst du auf jeden Fall mal abprüfen. Nächster Punkt ist, wenn du dein Geld irgendwohin investierst und nach der Investition wirst du, ich sag mal, sehr gedrängelt oder darauf geworben oder animiert, neue Mitglieder zu werben, also noch mehr Kunden ranzuschaffen, und das mit recht guten oder hohen Treueprämien oder Renditen, dann ist das auch so ein Zeichen, wo du sagen kannst, Mensch, das könnte gefährlich werden, weil, wir hatten es ja vorhin mit dem Pyramidensystem. Wenn du etwas hast, wo du immer wieder neue Mitglieder brauchst, damit das Ganze am Laufen ist, könnte es auch in Richtung Scam gehen. Nächster Punkt. Und das ist was ganz Wichtiges, ist, wenn du deine Einzahlung nur mit Kryptos machen kannst. Generell ist das nicht unbedingt ein reines Scam-Merkmal, aber ist schon was, wo du sagst, kann ich vorsichtig sein, weil wenn nur, ich sag mal, Überweisung per Bitcoin, Ethereum, Litecoin oder wie sie auch alle heißen, möglich sind und nicht per Überweisung oder per PayPal oder Kreditkarte, um dein Geld einzuzahlen, ist das ein Zeichen, da könnte was nicht stimmen. Muss nicht sein, aber ist ein Zeichen. Was ein wichtiges Zeichen ist, wenn du heutzutage Geld anlegst bei einer Plattform, dann ist es mittlerweile schon absolut Pflicht, dass deine Identifikation durchgeführt wird, dass wirklich definiert wird, dass du es bist. Und das passiert manchmal über ein einscannendes Ausweis- oder Reisepass, über ein Video-Ident-Verfahren, über ein Post-Ident-Verfahren. Also irgendwas, wo der Gegenüber, der Anbieter sieht, Mensch, das ist doch Krishan in meinem Fall. Und wenn du dich aber irgendwo anmeldest, wo du nur eine E-Mail-Adresse und nur eine Postadresse hast und nichts weiter und da dein Geld investierst, dann kann das schon ein Zeichen sein, oder ist das schon ein Zeichen, könnte ein Scam sein. Ja, eine weitere Eigenschaft, die man bei Scams auch oft sieht, ist, dass längere Investitionen werden bonifiziert. Das heißt, angenommen, du wirst gelockt mit 10% pro Jahr und findest das schon mal ganz gut, aber es wird dazu gesagt, wenn du jetzt 2 Jahre investierst, kriegst du jedes Jahr 20%, und wenn du 3 Jahre investierst, kriegst du jedes Jahr 30%. Also je länger du das Geld hältst, desto überproportional mehr Rendite bekommst du. Und das ist natürlich auch ein Zeichen, wo du sagst, warum wollen die so lange mein Geld? Weißt du? Und ja, da kannst du auf jeden Fall drauf achten. Nächster Punkt, wo du auch drauf achten kannst, sind die Investorenfeedbacks. Und da empfehle ich dir auf jeden Fall mal, ja, entweder Erfahrungsberichte zu lesen oder bei YouTube dir reinzuziehen. Oder, ich sag mal, es gibt ja sowas wie Trustpilot oder so Bewertungsplattformen. Da einfach mal gucken, was schreiben
ja, die Kunden in Anführungszeichen und lies ruhig mal, was als Kommentar bei den 2 bis 4 Sternen immer mit angegeben wird. Weil 1 und 5 Sternen, da steht manchmal nichts dazu, aber so gerade so jemand, der mit 3 Sternen bewertet, der schreibt doch gerne dazu, warum mit 3 Sternen. Und da kannst du einiges, ich sag mal, herausziehen und worauf du auch achten musst bei den, ich sag mal, Kundenfeedbacks oder bei den, ja, Feedbacks generell. Wann wurden die gegeben? Weil ich habe schon oft erlebt, ich habe schon viele Plattformen geprüft, ob es nach Scam klingt oder nicht. Und da war es dann so, da gab es dann 100 Feedbacks und davon waren 99 innerhalb von 2 Wochen, alle im April 1984, um das mal so auszudrücken. Und das ist dann natürlich auch auffällig. Nächster Punkt, wo du testen kannst, ob es ein Scam ist oder nicht, ist, gibt es dann Support? Wie erreiche ich den Support? Ist da nur ein E-Mail-Support oder ein Support über ein Ticketsystem? Oder kann ich da sogar jemanden anrufen, WhatsAppen oder chatten? Und bei den 3 letzteren genannten ist es natürlich ein super Zeichen, dass es kein Scam ist, weil wenn du direkt mit einer Person in Kontakt treten kannst, ist das immer ein positives Zeichen. Und das sollte auch, ich sag mal, wenn es um dein Geld geht, auf jeden Fall möglich sein. Und wenn es dann nicht der Fall ist und du schreibst eine Mail, dann ist es natürlich wichtig, um auch mal zu sehen, wie schnell kommt das Feedback, was kommt von Feedback, kommt es in einer vernünftigen Sprache und so weiter und so fort. Ja. Das nächste, was auch oft fehlt bei Scam-Angeboten, die nur dein Geld wollen, ist, es wird nicht mal abgefragt, was du von der Erfahrung beim Investieren hast. Vielleicht kennst du das, wenn du dich jetzt bei einer Bank oder beim Broker anmeldest und möchtest doch mal in etwas investieren, was risikoreicher ist, da wird vorher gefragt, wie sind deine Erfahrungen? Hast du vorher schon mit Aktien in Kontakt gehabt? Wie lange handelst du schon mit Aktien und so weiter, damit du so eine Art, ja, Erfahrungsprofil hast? Und dann schaltet dir der Anbieter quasi alles das frei, was auch für dich geeignet ist. Und bei einigen Anbietern ist es sogar so, dass du erstmal einen Test durchführen musst. Also einen Test in der Hinsicht, dass du erstmal ein paar Fragen beantworten musst, wo du dann zeigst, ja, wie ist dein Wissensstand bei gewissen Investitionsformen. Und wenn du dich jetzt irgendwo anmeldest, wo du dein Geld investierst und es wird nicht mal gefragt, wie deine Erfahrungen sind, dann ist das schon mal kein so gutes Zeichen, um ehrlich zu sein. Und zum Schluss ist es ein Punkt, der Menschenverstand. Manchmal hat man ja wirklich das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt mit der Investition. Und wenn du dieses Gefühl hast, dann sei ein bisschen kritischer und geh dem Ganzen so ein bisschen, ja, anders nach, um das mal so auszudrücken. Manchmal ist das Bauchgefühl doch das bessere Gefühl. Und wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann ist ganz einfach so, dann frag jemanden, erkundige dich im Internet und bevor du dann, ich sag mal, dein Geld investierst, solltest du dir schon ein gewisses Bild machen. Und um das mal Ganze zusammenzufassen, jetzt können wir das mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Stell dir mal vor, du bekommst ein Angebot, wo du richtig geiles Gefühl hast, wo du denkst, du wirst reich, wo du das Geschäftsmodell aber nicht verstehst, wo du, wenn du auf die Webseite gehst, nicht mal so richtig Deutsch, die Rendite, die du bekommst, sind Wahnsinn, ist ein ganz neuer Anbieter. Du sollst unbedingt neue Mitglieder werben, kannst nur in Kryptos einzahlen. Es wird nicht mal deine Identifikation abgefragt. Und die Feedbacks, ja, sind alle von einem Zeitraum. Und es gibt auch keinen Support. Du merkst schon, je mehr dieser Punkte eintreffen oder zutreffen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines Scams. Und klar kann man nicht hundertprozentig, das hat man ja vorhin schon feststellen, ob es schwarz-weiß oder grau ist. Aber diese 13 Checkpunkte kannst du immer durchgehen. Und danach hast du dann schon ein groberes Bild. Und selbst wenn du dann noch nicht so sicher bist, kannst du dann trotzdem sagen, meine Scam-Nadel ist ein bisschen mehr im roten Bereich. Das bedeutet hohes Risiko und hohes Risiko bedeutet eine niedrigere Investition. Generell kann ich dir empfehlen, wenn du bei so, ich sag mal, shady Investitionen dabei sein möchtest, dass du dein Gesamtvermögen nimmst und dann maximal 1% davon investierst. Also wenn du 100.000 Euro Vermögen hast, solltest du maximal 1%, also 1.000 Euro in so ganz, ja, kritische Sachen investieren, wo die Renditeversprechen sehr hoch sind, aber wo die Chance auch sehr hoch ist, dass du Geld verlierst. Ja, und wie ist es denn nun, wenn du schon investiert bist oder investieren möchtest, aber du halt nicht so sicher bist, ob es ein Scam ist oder nicht? Was kannst du da machen? Die Antwort lautet, clever vorzugehen. Und dabei habe ich immer eine Sache im Hinterkopf, und zwar, ich nenne es bei mir immer das Gelderhaltungsgesetz. Das bedeutet ganz einfach,
Geld geht nicht verloren, es wechselt nur den Besitzer. Und das Prinzip des Reichwerdens liegt darin, dieser Besitzer zu sein. Und da brauche ich schon so ein bisschen, ich sage mal, ein bisschen Cleverness, ein bisschen Zahlenverständnis, ein bisschen Risikomanagement. Und dann kann es funktionieren, auch bei solchen shady Investitionen Geld zu verdienen. Weil im Endeffekt, wenn wir uns das mal anschauen, bei den Beispielen, die ich vorhin hatte, also bei Wirecard, OneCoin, Croupier und Co., es gab immer eine ganze Menge Menschen, die haben auch Geld verdient. Und ich könnte wetten, dass ein Wirecard-Investor oder Croupier-Investor, der früher schon sein Geld verdient und rausgezogen hat, das gar nicht als Scam empfunden hat. Und das ist natürlich das Ziel, an dieser Stelle mit dabei zu sein. Aber was auch wichtig ist, man muss im richtigen Moment oder du musst im richtigen Moment auch ja dein Wissen mit dem Risikomanagement und dem und deiner Gier gut koppeln, also die Gier entkoppeln und dein Wissen und dein Risikomanagement koppeln, damit du dann auch, ich sag mal, mit Gewinn rausgehen kannst. Und was wissen wir? Es gibt drei unumstößliche Fakten, um das mal so zu nennen, die dir helfen, da clever vorzugehen. Und zwar, der erste Fakt ist, Pyramiden-Scams müssen eine Weile aktiv sein. Das heißt, wenn es wirklich so ein Pyramiden-Scam oder ein Scam ist, damit der Gegenüber Geld verdient, das muss eine Weile laufen. Das heißt, zu unserem Vorteil wissen wir, dass wenn so ein Scam recht frisch ist oder wenn er noch nicht so lange, ich sag mal, aktiv ist, wird er auch noch eine Weile funktionieren. Die Frage ist immer, wie lange funktioniert er noch? Wann bricht die Pyramide zusammen? Und gleichzeitig wissen wir auch, dass die Nutzer oder Investoren durch die hohen Rendite getriggert werden. Also ihre Geldgier wird quasi so richtig angekratzt und man hofft, dass sie auch lange dabei bleiben und viel Geld zu verdienen. Das ist klar. Es wird das Gefühl erzeugt, dass wenn man nach einem Jahr aussteigt und nicht länger drinne bleibt, ja, man sehr viel Geld nicht gewinnt oder verliert an der Stelle. Und wenn man das weiß, dass man animiert wird, da lange drin zu bleiben und das aber nicht tut, dann kann man ja doch am Ende einiges an Gewinnen mitnehmen. Und ein Fakt, der unumstößlich ist, und das ist der geilste Fakt von allen, ist, wenn der Einsatz sich verdoppelt hat und das Geld rausgezogen wird, dann kann man ja nichts mehr verlieren. Und das ist so mein Fakt, den ich sehr, sehr oft anwende, auch bei Aktieninvestitionen oder bei anderen Sachen. Ich investiere gerne Geld und bin mir des Risikos auch bewusst. Aber in dem Moment, wo sich was verdoppelt, dann ziehe ich die Hälfte raus und schon bin ich safe. Das habe ich bei einigen Aktien in der Vergangenheit schon gemacht und werde ich jetzt auch bei den Sachen, wo ich sage, die sind so ein bisschen shady, werde ich das genauso machen. Fakt ist aber eins, wenn es dann sich wirklich rausstellt, dass es ein Scam ist und du vielleicht mit Gewinn rausgehst, dann gibt es immer Leute, siehe Gelderhaltungsgesetz, die einen Verlust gemacht haben. Und deswegen meine Warnung oder mein Appell, wenn du schon im Vorhinein sicher sein solltest, also hundertprozentig sicher, dass es sich um einen Scam handelt, lass die Finger davon. Also lass wirklich die Finger davon und bring es gegebenenfalls zur Anzeige, weil so schützt du dich und andere Menschen vor Verlust. Und das ist immer noch das oberste Gebot, dass du in eine Sache investierst, wo du sicher bist, dass es kein Betrug oder kein Fake ist. Wenn es natürlich eine Sache ist, wo du am Überlegen bist, und da gibt es auch ein oder zwei Beispiele, die, ich sag mal, ich zurzeit laufen habe, wo ich mir nicht sicher bin, ist es ein Scam oder nicht, dann heißt es natürlich, vorsichtig vorzugehen. Und ich habe zum Beispiel eine Sache, ist in Juicy Fields bin ich investiert. Da kann man, ich verlinke dir nochmal das Video um, falls du nicht schon gemacht hast, da kann man, ich sag mal, in virtuelle Cannabispflanzen investieren und kann viele Rendite bekommen an der Stelle. Und die Renditetabelle, um dir das mal so zu zeigen, sieht wie folgt aus. Da siehst du, wenn ich am 1.3. 1.000 Euro investiere und das Ganze bis zum 21.04.2026 durchhalte, werden daraus 111.000 Euro. Das heißt, in 4 Jahren mache ich aus 1.000 Euro 111.000 Euro. Da merkt man schon, da kann was nicht stimmen, aber da hat mein Scam-Radar auch schon ganz schön ausgeschlagen, um das mal so zu sagen. Aber ich habe dennoch investiert, weil die Umgebungsvarianten oder Variablen, viele zeigen darauf hin, dass es nicht so ein klassischer Scam ist und ja, oder dass es vielleicht doch funktioniert und dass sie vielleicht irgendwann nicht mehr so viele Pflanzen anbieten können oder die Rendite senken können. Das weiß man ja nicht. Ich gehe ja immer davon aus, dass das so weitergeht, wie es jetzt funktioniert. Und ich nehme dich mal jetzt mit und zeige dir mal am Beispiel an einer einzelnen Excel-Tabelle, wie du quasi berechnen kannst, wann sich dein Rendite verdoppelt haben und wie du da vorgehst. Und hier bauen wir uns mal schnell einen Kalkulator zusammen, der dir zeigt, wie du clever vorgehst, um das mal so auszudrücken. Also stell dir vor, wir haben eine Investition, die hat eine Rendite von, wir nehmen mal 35%. Also ich nehme da immer als 35% die 1,35, also 35 über 1. Und nach jeweils 3 Monaten werden die Rendite ausgezahlt. Das heißt, wir starten am 1.3.2022 und 3 Monate später wäre der 1.6.2022 und das Ganze
ziehen wir jetzt mal. Das müsste funktionieren. Genau, das Ganze ziehen wir jetzt mal runter. Da haben wir jetzt erstmal so die ganzen Daten. Und dann starten wir einfach mal mit einer Investition von 1000 Euro. Wir machen daraus auch eine schöne Euro. So, und dann wäre es so, dass hier, ich sag mal am 1.6., wenn die erste Auszahlung schon eintrifft, um das mal so auszudrücken, dann haben wir schon 1350 Euro. Ja, und das kann man jetzt natürlich dann auch genauso runterziehen. Das heißt, wenn wir das jetzt hier fest tackern, mal sehen, ob es geht. Geht gerade nicht. Wenn wir das fest tackern und dann weiter nach unten ziehen, so, das müssen wir jetzt noch nach vorne, ist gleich das. So, und jetzt können wir das nämlich wirklich mal nach unten ziehen und das auch. Und was sehen wir? Wir sehen schon, ja, Zeichen, dass es gar nicht mehr ausreicht. Und jetzt haben wir mal ein gutes Beispiel. Also wir haben jetzt etwas, was alle 90 Tage 35% Rendite bringt. Und wenn du jetzt einsteigst an der Stelle mit 1000 Euro, bist du quasi in 6 Jahren Millionär, also deutlich Millionär. Und das zeigt erstmal, dass es gar nicht so wahr sein kann, diese Wahrheit, die dir verkauft wird. Und jetzt kommt aber dieses Problem, und das will ich dir mal am Beispiel zeigen. Hier wäre es jetzt, du hättest 1,3 Millionen, um das mal so auszudrücken. Und was passiert aber, wenn du jetzt erst später anfängst zu investieren? Zum Beispiel, du fängst, oder was heißt später anfängst zu investieren? Was passiert, wenn du vielleicht nach einem Jahr dein Geld rausziehst? Also wieder auf 1000 Euro zurückgehst. Also wir löschen mal das. Zack. Du ziehst dein Geld raus und fängst hier mit 1000 Euro wieder an. Dann sind es nur noch 400.000. Das heißt, im Endeffekt, ich weiß, das ist jetzt ein verrücktes Beispiel, aber das sollst du mal symbolisieren. Im Endeffekt haben wir jetzt, oh, das ist eine krasse Kiste. Also im Endeffekt haben wir Folgendes jetzt gemacht. Dadurch, dass wir ein Jahr später anfangen, also später anfangen oder das Kapital rausziehen, haben wir einen Unterschied von einer knappen Million, von 938.000 Euro im Gewinn. Da siehst du mal, wie schwer es ist, an der Stelle das Kapital rauszuziehen. Und genau das werden sich viele durchrechnen. Viele rechnen sich durch, wie viel Geld habe ich wann verdient und stellen dann fest, dass wenn sie am Anfang ihren Einsatz rausziehen, ja, dass es nach hinten raus 1 Million Euro ist, die sie verlieren. Was sie aber nicht vergessen ist, wenn sie nach einem Jahr das Kapital rausziehen, dann haben sie ja schon richtig gut Gewinne gemacht. Und das sollte das Ziel sein an der ganzen Sache. Also das sollte jetzt wirklich, jetzt gehen wir mal wieder zurück, deine Mission sein bei Investitionen, wo du nicht weißt, wie shady die sind an der Stelle. Und zwar ziehe nach der Verdopplung deines Gewinns die Hälfte raus, damit du im Endeffekt nichts mehr verlieren kannst. Weil das ist so das Allerwichtigste. Und ich habe es jetzt hier auch bei Juicy Fields so, ich habe 500 Euro investiert und werde nach einem Jahr oder nach nicht mal einem Jahr den Einsatz rausziehen. Oder wenn du sagst, Mensch, ich steige am Anfang groß ein mit einem höheren Betrag und sobald sich, ich sag mal, der das erste Mal renditet hat, um das mal auszudrücken, also in unserem Beispiel wäre das, ich steige mit 2000 Euro ein und das wären nach 3 Monaten, kann man auch im Kopf rechnen, aber ich will es dir mal hier so vorrechnen, das wären nach 3 Monaten schon 2700 Euro. Und wenn du dann nach 3 Monaten diese 2000 Euro rausziehst und nur noch mit den 700 Euro Gewinn arbeitest, dann passiert nämlich Folgendes. Wenn wir das jetzt hier mal an dieser Stelle wieder reinmachen, dann passiert Folgendes. Dann wirst du zwar nicht reich an der Stelle. So, jetzt habe ich mal ein bisschen hin und her geklickt schnell. Und das sehe dann so aus, dass wenn du die 700 Euro investierst, hast du nach 6 Jahren auch wieder 1 Million. Aber du hast halt am Anfang das Ganze rausgezogen. Also im Grunde genommen ist es in deiner Entscheidung, wie du einsteigst, wie lange du drinne bleibst. Aber bei Investitionen, wo du nicht sicher bist, solltest du so schnell wie möglich dein Kapital rausziehen, weil sonst ist es irgendwann mal weg. Und das zeigt am Ende, dass wenn du, ich sag mal, deine Gier besiegst und mathematisch klug vorgehst, dann kann es was werden mit dem fetten Gewinn, trotz allem Risikos. Und wie sagt Warren Buffett immer so schön, seine erste Regel für die Investoren, verlieren sie kein Geld. Und deswegen ist es in unserem Fall nicht die Frage, wie kann ich schnell reich werden, sondern wie kann ich mich clever absichern. Und vielleicht siehst du jetzt, da schließt sich der ganze Kreis, weil das mit dem Absichern, wo haben wir das schon mal gehört, bei Aktien, bei P2P-Krediten, bei Kryptos. Also im Grunde genommen sind alle Art von Investitionen, die du tätigst in deinem Leben, mit einem gewissen Risiko behaftet.
Und dann ist die Frage, wie sicherst du dich ab? Ist das Risiko geringer, sage ich mal, eine Spareinlage bei deiner Bank, da musst du dich nicht großartig absichern, da brauchst du gleich einen Puffer, damit du das Geld jetzt nicht zu ungünstigen Zeitpunkten rausziehst. Ist das Risiko jetzt um einiges höher, dann solltest du dich absichern. Und absichern bedeutet in dem Fall A, weniger investieren oder B, ja, den Einsatz rausziehen. Und das ist etwas, das gilt jetzt nicht nur für Scams und jetzt schließt sich final der Kreis, das gilt wirklich für alle Sachen oder alle Investitionen in deinem Leben. Also eine Absicherung ist immer extrem wichtig. Und wenn du das schaffst, dich abzusichern, also egal in welchem Bereich, dann wirst du auch in der Zukunft dauerhaft Rendite bekommen. Und das ist ja das, was bei jeder Investition gilt. Du stellst erst am Ende fest, ob sie profitabel war oder nicht. Das bedeutet, du stellst erst dann fest, wenn du deine Aktien verkaufst, ob sich's bei Wirecard gelohnt hat oder nicht. Oder in meinem Fall stelle ich erst dann fest, ob sich Juicy Fields rechnet oder nicht, wenn ich meine Gewinne einfach oder wenn ich meine Investition verkauft habe, um das mal so auszudrücken. Und das ist so ein wichtiger Punkt. Und ich hoffe, ich konnte dir heute so ein bisschen, ich sag mal, das ganze Thema Scam nahebringen. Ich fasse vielleicht nochmal zusammen. Der Scam lauert überall, auch im täglichen Leben. Gleichzeitig gibt es immer so verschiedene Punkte, woran erkennst du einen Scam? Und ein Punkt ist so das menschliche Gefühl, mathematisches Zahlenverständnis und diese 13 Punkte, die ich da gezeigt habe. Und wenn es wirklich dahin geht und du bist investiert in einer Sache, wo es, ich sag mal, ein Scam sein könnte, dann geh so vor, dass du kein Geld verlierst. Oder noch besser, wenn du es vorher weißt, dass es ein Scam ist oder dass es sehr, sehr shady ist, wie ich immer so schön sage, dann investiere gar nicht erst. Weil das ist, ja, das muss nicht sein, dass man das Geld dann ja verliert. Ich verlinke dir unten nochmal meine zwei risikoreichen Investitionen, wo ich gerade drin bin. Kannst du dir ja gerne mal anschauen. Aber wie gesagt, hohes Risiko, hohe Verlustmöglichkeit. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Für Anfänger sind solche Sachen mit sehr hohen Renditen in den meisten Fällen nichts. Ja, dann hoffe ich mal, das hat dir heute gut weitergeholfen. Du kannst mir ja gerne mal im Kommentar schreiben, ob du vielleicht auch in Sachen investiert bist, wo du sagst, Mensch, das könnte auch ein Scam sein, da sind die Renditeversprechen sehr hoch oder wie auch immer, also von den 13 Punkten, die ich dir genannt habe. Oder du kannst auch mal, schreib mal einen Kommentar, Krishan, ich habe hier etwas, check mal, ist das aus deiner Sicht ein Scam oder nicht? Das würde ich mir auch gerne mal anschauen, mal sehen, vielleicht finden wir da irgendwas. Ja, und das war schon von meiner Seite und ich hoffe, ich habe dich heute nicht zu sehr zu gespammt und zu gescammt und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Dein Christian von selbstschuld.com. Mach's gut, ciao. Und wo wir schon mal beim Scam sind, verrate ich dir mal privaten Scam. Also eine Sache, wo ich dich so ein bisschen betrüge, wo deine Vorstellungen anders sind über mich wie die Realität. Und zwar, du kennst ja viele YouTuber oder so, haben so ein Mikrofon, was auf dem Tisch steht. Und was habe ich? Ich habe so ein klassisches Sängermikrofon, wenn man das so sagen darf. Das ist ja nicht das Problem, aber weißt du, wo ich dich abscamme? Ich habe einen absolut geilen Mikrofonständer. Und zwar, das Mikrofon liegt auf einer Cappuccino-Dose mit einem Zebra schon weg. Also der Zebra schon weg gegen die Vibration und die Cappuccino-Dose, dass quasi das Mikrofon etwas höher ist, damit du mich auch verstehst. Und das ist ja mal ein Scam, oder? Aber naja, was du nicht siehst und was dich nicht negativ beeinflusst, sollte dich ja auch nicht zu Schaden bringen und sollte auch nicht Scam genannt werden. Aber so hast du jetzt mal gesehen, wie mein Mikrofon vor mir liegt und wie ich, schnuppert immer so schön nach Cappuccino, wenn ich hier die Videos drehe. Jetzt muss ich mir erstmal ein Cappuccino machen. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.